So, es geht heute weiter mit dem Spiel gegen Halle. Letztes Spiel sehr unglücklich verloren. Aber es ist halt einfach mal passiert. Gucken wir mal gerade, wie unser So, gut. Ja, wie gesagt, nächstes Spiel gegen Halle. Und für die geht es ein bisschen um Aufstieg noch. Die wollen ja hoch. Vorbei noch an Rostock. Also 4 Punkte Rückstand haben sie beide. Beziehungsweise sie haben 6. Rostock hat 4 Punkte Rückstand auf 2000. Transfergebot für Karls. Nein, möchte ich nicht. Jonas Karls spielt tatsächlich so ein bisschen für die zweite Liga Rolle, eine Rolle für mich in der, als Linksverteidiger. Deswegen mache ich mir das, möchte ich ihn auch gerade einfach nicht abgeben. Gut, Aschimiro war natürlich ein absoluter Glücksgriff. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt noch Pokalspiel. Ach, gegen Stuttgart, ja, das stimmt, das Halbfinale noch. Halle, Saarbrücken, Stuttgart und Köln sind die letzten Spiele. Zumindest für April. Warte mal, gucken wir es wieder. Ja, alles gut, wir spielen das mal. So, eigentlich war das ein anderer, war das ein anderer Plan. Genau. So, Transferzentrale. Der Spieler ist noch nicht bereit, sich neu zu orientieren. Genauso wie auch. Okay. Genauso wie Mustafi. Die beiden plane ich sogar für die zweite Liga mit ein. Aber gut, okay. Erstmal gehen wir rein ins nächste Spiel und dann geht es irgendwann in Richtung Planung, wenn der die Saison mal durch ist. So, ach, was wollte ich denn eigentlich stellen? Jonas Karls, also den will ich eigentlich hier irgendwo geben. Nächste Gegner, nächstes Angebot. Shanghai. Okay, lass mich doch einfach mal in Ruhe mit dem Scheiß. 1,9 Millionen wollen sie bieten. Brauche ich jetzt nicht. Bei denen ist wahrscheinlich schon der trotzdem das sonst her festlaufen. So, gut. Dann können wir auch wieder ein bisschen simulieren. Also, das heißt, simulieren, wir werden. Ja. Ein bisschen. Ein bisschen rotieren. So ist es eigentlich richtig gemeint. Nicht simulieren, sondern rotieren. Aber ich lasse mal allerdings drin vorne. Ich nehme Bourgeois mal rein. Jetzt. Kubilanski behalte ich vorne drin. Weil den brauchen wir noch. Definitiv. So, ja, dann kann man das doch so passen. Ja, so ist das Spiel zu Hause verloren mit 3 zu 4 gegen den FC Magdeburg, aber ja, es tut jetzt nicht weh. Es ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen. Natürlich will ich alle Spiele gewinnen, aber es ist halt jetzt nicht, wo ich sagen muss, das war jetzt irgendwie groß und entscheidend. So, Moment warten. Jetzt geht's weiter. Genau. So. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Er wird für Ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Der ist in Torlaune, das kann man nicht anders sagen. Trifft in der Liga, wie er will. Bekommt auch immer wieder seine Chancen. Dir, und das ist entscheidend, dann auch wirklich im Stile eines Torjägers, eines Weltklasse-Mannes nutzt. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1.
Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. So, ja, wieder letztes Spiel verloren, aber heute soll es weitergehen. Und jetzt geht es auch dann endlich los. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Kabula heute draußen. Burgstaller hat er jetzt ausgeschlossen mit 22 Saisontoren nach den letzten Spielen. Ball draußen wird Einwurf geben. Aber gut. Mal gucken, wir haben ja nur noch vorne ein Spiel. Und wir haben ja hoffentlich, doch kriege ich noch den Dings zurück. Aber 3 Monate, ja gut, das wird wahrscheinlich die Saison nichts mehr werden für Platte. Tut mir natürlich weh, weil ich den eigentlich sonst hätte als Torschützenkönig da vorne gehabt. Den Ball will er nicht hergeben. Nee. Und ach, wieder ein Angriff über die Außenbahn, über diese Defensive. Hat ihn! Und die erste Riesenchance für den Halleschen FC. Eine bessere Chance bekommst du nicht mehr. Bobilanski. Jetzt mal, guter Mann aus Trelimamba, der eigentlich auf Außen spielen soll. Und, ja, ja auch wir versuchen es natürlich. Ich wollte ihn auf Kobylanski querlegen. Die schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Keeper geht auf Nummer sicher. Ja, hat ihn. Diese Ecke erstmal weg. Und jetzt kommt da der Markt der Halle, Hallenser, das ist richtig. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Nicht zur Verfügung stehen wird. So, jetzt versuchen wir es nochmal ein bisschen. Ja, die stehen natürlich ziemlich eng da drin. Und dann ist es Bostoan. Und kein Abseits. Und es ist Mamba mit dem 1:0. Endlich auch mal wieder eine Führung, eine 1-0-Führung. Wir haben ja zweimal hinten gelegen. Wir haben ja gegen Sandhausen und gegen Magdeburg hinten. Beide Spiele jeweils hinten gelegen. Mit 0-1. Und endlich geht's mal mit einer Führung weiter. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Definitiv. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Schalke 04 liegt in Führung. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir hier noch den Sieg holen. Weil, wie gesagt, in Halle geht's natürlich um alles noch. Die wollen natürlich noch aufsteigen. Die sollten hier Stunden. Die müssten hier gewinnen tatsächlich gegen uns, um nochmal weiter dran zu bleiben. Weil sonst wird es mit dem nächsten Spiel wahrscheinlich eng, je nachdem, wie die anderen Spieler umsehen. Aber ich tue auch niemandem jetzt irgendwie einen Gefallen sagen, ich lasse die jetzt gewinnen. Hauptsache, damit irgendwer anders nicht hochgeht. Wie ist es, wo ist, wenn ich fahre mein Ding, mein Fahrplan. Amate, ja. Schalke jetzt über außen. Gut gemacht, Kobylanski, der kommt nicht rein. Und dann macht das, glaube ich. Ich weiß nicht, Bostoran, glaube ich, war das der. Er kann es machen. 2-0. Und es war kein Abseits. Der Rosson. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst als wirklich gelungen. Ja, gut, hatte kein Abseits. Na, ich musste mich nochmal drehen, um nochmal den Winkel ein bisschen was günstiger hinzubekommen. Aber jetzt führen wir 2-0. Zufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Jawohl. Es war jetzt auch schon sein 6. Saisontor. Der hat aber auch schon 15 Vorlagen gefühlt. Sieht alle ziemlich gut aus aktuell. Die Nummer 16. Javairo De Rossi. So, nächste Saison geht es, wie gesagt, etwas. Geht es ja hoch. In Liga 2, wie gesagt, da muss auch schon irgendwie geplant werden. Aber wie gesagt, das kann man auch erst planen, wenn die Saison hier durch ist und ich dann weiß, dass es definitiv in die zweite Liga ist. Geht. Und ich will halt, wie gesagt, gerne Terodde als Stürmer haben. Als Stammstürmer. Aber das ist jetzt erstmal nicht das Thema. Strelimamba Pfosten. Aber schön gehen die Laufrichtung vom Keeper den Ball setzen und der hüpft hinten an den Pfosten, ja. Aber das ist schade. Naja, okay. Alles ist gut. Lindenhahn. Das ist Abseits. Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier. Gefühlt war es für mich kein Abseits. Kann ich aber auch täuschen.
So, Krüger. Ja, das könnte was werden. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Oh, schade, Riesenchance. So ein Mama verzieht. Bzw. der Keeper war da in dem Moment dran an diesem Kopfball noch. So. Die Ecke kommt. Nee, der Ball ist weg, es gibt Abstoß. Abstoß, na ja, schade. Ich dachte, wäre noch einer von denen dran gewesen. War aber nicht der Fall. Aber den hat der echt gut gehalten, den Ball. Der hätte auch durchaus hinten einschlagen können, aber war nicht der Fall. Toni Lindenhahn. So, jetzt plötzlich nochmal die. Sieht gefährlich aus. Hausherren nochmal zum Versuch. Drakovic, bloß keine Elfmeter verursachen. Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Merjan. Kobylanski. Ha! Bostuan. Jetzt ab! Spielt den Ball in den freien Raum. Mampa lässt den Verteidiger aussteigen und verzieht aber den. Der Ball geht doch weit vorbei. Ja, wie gesagt, noch ein Spiel danach. Also übernächste Folge ist das Pokalspiel in Stuttgart. Zu Hause gegen VfB, Entschuldigung, und dann Nachspielzeit, eine Minute. Gut durchgesetzt. Warte mal, da war Dorosun. Er verhindert die Flanke. Gutes und dann Technik. Wissen wir vielleicht auf der nächsten Saison sogar Europa League spielen. Aber jetzt erstmal Konzentration in diesem auf das Ende der zweiten der Saison. Nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Der ist heute ein Tor gemacht, gut ja. Drauf. Mit dem kommen sie über. Ja, der Ball in den Pfosten und der eine Ballschuss, der ja da knapp vorbei segelt. Ne? So, Sandhausen führt mit 2-0. Damit ist das Thema auf Halle wahrscheinlich erledigt. Schalke, weil die Sandhäuser sind weg. Der bisherigen Leistung soll aus Sicht von Königsblau sind dann nur noch, sind noch 9 Punkte und wir haben dann noch 4 Spiele danach. Also das ist der 34. Spieltag. Es ist nicht der letzte, den wir mal in der nächsten Saison haben, sondern wenn wir 34 haben. Jetzt sind wir nämlich bei 38 und das ist mir egal, Mamba, 3-0. Ab nach Hause. 3 Punkte. Nächstes Spiel ist dann übrigens gegen Köln. Das ist der letzte Gegner, der uns noch auf der Siegesliste fehlt. Ein Spiel gegen Magdeburg haben wir ja verloren, gewonnen. Köln verloren. Mannheim verloren und jetzt auch Magdeburg verloren. Aber jetzt holen wir uns die 3 Punkte aus Halle wieder mit. Nehmen wir mit nach Hause. So, spielt die Mama sein 13. Saisontor. Und mit dem 3-0 sorgen sie. So, dann kann ich jetzt mal vorne noch einen Stürmerwechsel machen. Ich habe da noch jemanden, der da auch gerne mal treffen würde. Hier für klare Verhältnisse. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Vor allem, weil es auch im Hinblick auf die Torjägerkanone diesen zweiten Platz gerne zumal. Also ich denke mal, Kobylanski ist durch. Ich weiß nicht, wie Buchstaller jetzt noch trifft in den letzten Spielen. Fairer Einsatz hier. Guter Pass. Krüger. Krüger. Jetzt die Flanke rein. Oh, das könnte was werden. Krüger. Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ja, der hätte durchaus gefährlich werden können. Ich wollte nämlich schon nach hinten legen, also so ein Ding. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Pass auf den Flügel. Geh jetzt. Könnte jetzt. Oh, viel Platz jetzt. Ja! Und da ist Kobylanski, Tor Nummer 4 heute. Also nicht für ihn, aber für die Mannschaft. 4-0. Der trifft gerade wie er will. Kann die Führung ausbauen und hat diese Partie fest im Griff. Eindeutiger Spielstand. Wenn hier noch was anbrennt, ist das ein Fußballwunder. Hier nochmal dieser Treffer. Ja, er dürfte eigentlich nichts mehr anpacken. Alter, nichts mehr passieren. Führung. Genau so hat er sich das erhofft. 59. Minute. Tor Nummer 33 schien. Und jetzt kommt einer der Top-Torjäger in der Liga rein. Mit Gambula. Eigentlich auch nur Backup. Und trotzdem macht er seine Tore.
Deswegen bin ich auch froh, dass ich zwei solche Stürmer habe da vorne drin. Plus Toni Lindenhahn. Ah, schade, ich dachte, ich kriege den da durch. Plus halt Kobylanski als Zehner, der auch trifft, wie er will, mit wieder dieser 33 Tore. Ich habe gerade wohl mit 22 dabei. Platte hat auch immerhin schon, hat auch 22, wenn er nicht lange, wenn er nicht verletzt so lange. Und da verlieren sie den Ball. Hätte der wahrscheinlich auch über 30 gehabt. Aber gut, man muss es halt einfach akzeptieren, dass es nicht funktioniert. Und ich bin froh, dass ich noch zwei, drei Leute habe, die es echt können. Oh, ja. Gefährliche Szene. Fällt das Tor doch noch? Da hätte es auch anders ausgehen können, weil er nämlich jetzt hier auf Meter fallen für die Gäste. Keiner. Guter Einsatz hier auf Außen. So, rein damit. Boschtuan. So passiv wie die Spieler auf dem Feld. Krüger. So passiv. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Wie macht er den denn rein? Er pfeift keinen Absatz. 75. Schnitt 0,5. Er hat uns keinen Absatz gepfiffen. Da ist die Szene nochmal. Da wird der Keeper nochmal komplett von seiner Abwehr im Stich gelassen. 2 gegen 1. Muss ich für eine Seite. Krüger legt den Ball nochmal quer und holt sich somit den nächsten Assist auf der Liste ab. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch. So, das müsste jetzt auch Nummer 24 oder 25 gewesen sein. 22, der zieht mit Burgstaller gleich. Das Spiel ist fast vorbei. Die Nummer 19. Das Spiel hier läuft genauso ab. Ich will gerne so viele wie möglich da vorne haben. Am besten die beide. Aber wie gesagt, schauen wir mal, wie es läuft. Zu eindeutig die Führung, zu eindeutig die Überlegenheit. Ja, holt ihn Badisch. Der Rossun, der jetzt nochmal aber die Außen flitzt. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Und Krüger verzieht. Nicht das 0-6 sogar. Bei diesem Kopfball eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Schade. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Ja, zehn Seine Minuten Pässe noch. Kommen heute richtig gut an. Weg ist der Ball. Schade, Kobylanski. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Und da ist über außen. Viel Platz auf einmal. Und dann ist Kobylanski da, der jetzt vielleicht mal ein bisschen Glück hat. Doch. Seat Kolasinac. Ha. Gut gemacht auf der Außenbahn. Ja. Wenige Minuten noch. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Hier dürfte auch nichts mehr passieren. Gut gemacht da. Gute Chance für eine Flanke. Jetzt verdammt. Jetzt wird es die Auswechslung geben. So, bauen wir uns jetzt auch noch schnell eine. So, wechseln. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. So, da gebe ich die zwei Wechsel noch ziehen. Fabian Menig. Da stand Abseits. Der Assistent gut. Abseits. Und dann ist durch. Für diese heutigen Partie, die Gäste haben gewonnen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Ein Tor gemacht, auf jeden Fall, klar. Den Sieg, ein rundum gelungener Auftritt. Ich glaube, genauso hat er sich das vorgestellt. Ja, der hätte durchaus ein bisschen höher ausfallen können, weil, wieder, weil wir zwischendurch noch einige Chancen hatten, aber na gut, nehmen wir mit. Hochverdienter Sieg, auch in der Höhe.
Saarbrücken, Sandhausen, 0-3, nur so nebenbei gerade. Also, ja, ich denke, für alle war es das. Die werden versuchen, in der nächsten Saison nochmal anzugreifen. Da ist auch ein Gamble 5. So. Ja, 34 Spiele sind jetzt mittlerweile durch. Noch 4. Dann haben wir es in der Saison geschafft. Ich kriege immer wieder Angebote für Karlsruhe, die ich aber eigentlich gar nicht abgeben möchte momentan. Da ist das nächste Angebot. 2,2 Millionen. Cardiff möchte den unbedingt haben. Und ich möchte ihn gerade erstmal nicht verkaufen. Zumindest weil ich keine Alternative gerade habe für Cola hinten links. So. So, St. Pauli hat gewonnen. Auch die werden sehr wahrscheinlich durchgehen, genauso wie Sandhausen. St. Pauli hat jetzt 10 aus nur noch, wenn noch 4 aufstehenden Spielen. Damit können wir auch da den Aufstieg bald abhaken bei St. Pauli. Aber ich denke, Sandhausen wird der Dritte dann in der Relegation sein. Und wir treffen jetzt, glaube ich, auf Köln. Ne, auf Saarbrücken, okay. Ich hatte ja noch ein Angebot von Köln. Ja, ich gebe mir einen Sack mit dem Angeboten. So. Lass mich einfach in Ruhe. Warte mal, ich kann ja Angebote blocken, ne? So. Dann kommen jetzt keine Angebote mehr rein. Weil mich das gerade ein bisschen nervt. So, okay. Wie gesagt, Saarbrücken ist tatsächlich der nächste Gegner. Die habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dann kommt nämlich Saarbrücken, dann kommt dann nach Stuttgart und danach kommt Köln. Okay, dann ist das in der Richtung. Gut, damit ist es auch mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit dem Spiel gegen die Saarbrücker.